Ich begleite heute mal einen Groom beim 4-Sterne-Vorbereitung und Nachbereitung. Das interessiert euch nämlich immer so wahnsinnig doll. Heute habe ich mal die Zeit und Tina hat sich bereit erklärt, dass ich ihr hinterher renne. Die Schollen wieder zum Rausdrehen. Machst du das auch direkt da? Ich habe es immer dabei für Notfall. Normal mache ich es im Stall, aber ist ja nie. Dann Halfter, Kette, weil eure Pferde immer so wild sind. Ja, lieber ein bisschen mehr, aber ich hab eigentlich ich nehme noch einen normalen Strick mit und führe normalerweise mit einem normalen Strick. Aber die Kette habe ich immer noch dran. Weil man gerade wenn die jetzt immer am Gelände immer noch so aufgeregt und wenn man dann einer mir entgegenkommt am Longinteich, da gehen die dann gerne mal in die Luft. Dann Handtuch für danach, das kommt über den Hals heute, habe ich getroffen. Ja, Hitze. Im Wasser, genau. Liegendecke. Jetzt gehe ich noch zum LKW und hol Eisgamaschen. Die kommen auch direkt dann danach drauf? Das aber Eis und Wasser gibt es im Ziel. Das musst du jetzt nicht alles noch mitnehmen, oder? Nee, das Eis, das hole ich nachher dann hinten. Da gibt es andere, im Ziel gibt es andere Eisgamaschen als hier. Wasser für den Reiter gibt es auch noch. Normal gibt es Isodrinks, aber diese Woche nur Wasser. Felix ist schon los. Aber ich glaube, dann beginnt eigentlich erst die Arbeit eines Grooms, um alles vorzubereiten, dass man alles im Ziel dabei hat, Wasser hat, Eis hat und so weiter. Aber ihr werdet ja alles sehen. So, jetzt geht es noch einmal zum Abreiteplatz, gucken, ob bei Felix alles gut ist. Und dann stehen wir im Ziel. Hoffentlich. Und warten auf ihn.
habe tatsächlich erst überlegt, ob ich das Video abbreche, als Felix leider ausgeschieden ist. Aber ganz ehrlich, es gehört halt dazu, auch wenn das Pferd jetzt nicht so läuft, wie die Erwartungen sind, das Pferd dann eben ordentlich abzupflegen trotzdem und so weiter. Das habt ihr jetzt einmal gesehen. Natürlich hätten wir uns alle ein bisschen anderes Ergebnis gewünscht, aber so ist der Sport.